Freunde, ich habe es geschafft, die richtige Bahn zu finden. Sie ist jetzt doch blau und nicht wie die anderen, gelb oder grau, okay, wusste ich vorher nicht. Jetzt bin ich auch relativ sicher, dass ich hier richtig bin, um mein erstes Bahntraining zu absolvieren. Vorher muss ich mich aber umziehen. Ich hoffe, ich darf das da drin machen. Und danach geht es hier ordentlich. Und danach geht es hier ordentlich zur Sache. Die ist noch komplett leer irgendwie. Also habe ich wohl die richtige Zeit erwischt hier. Ihr könnt euch merken, Leipzig, Montagnachmittag 16.30 Uhr, leere Bahn. So, jetzt aber erstmal umziehen. So, das hat schon super funktioniert. Konnte alle meine Sachen unterbringen und jetzt ist die Bahn ein bisschen voller geworden. Bestimmt ganz schnell Menschen. Ich weiß ja jetzt nicht so ganz genau, was ich jetzt hier eigentlich machen soll. Deswegen habe ich mir bei Nick einfach nochmal das Video schneller laufen angeguckt. Und da war ja dieses 6 bis 8 mal 1000 Meter in der 5 Kilometer Pace. Ich glaube, diese Runde hier ist 400 Meter. Vielleicht auch nicht. Ich denke auch schon. Meine 5 Kilometer Pace, keine Ahnung, nicht mal ansatzweise. Ich habe mal geguckt, Halbmarathon letztes Jahr war 1,33. Sagen wir mal, wir ziehen ein bisschen ein paar Höhenmeter ab da. Jetzt sind wir vielleicht bei 1,30. 10 Kilometer wären dann vielleicht die Hälfte und noch ein bisschen besser. Ich gehe erstmal ran mit einer Pace jetzt von 4,5 für die ersten zwei Runden. Ich will auch versuchen, mal 6 bis 8 zu machen wirklich. Und dann mal gucken, wenn es... Wenn ich denke, okay, da geht noch ein bisschen mehr, dann mache ich vielleicht eine 4er-Pace. Wenn ich merke, es ist einfach zu krass, mache ich dann eine Pace von 4,10 auf den Kilometer. Und jetzt wird die Aufregung immer mehr. Und ich mache mich erstmal warm. Ein paar Runden einlaufen, auch mal Material kennenlernen. Ich habe meine schnellen Flitzerschuhe angezogen. Dann vielleicht noch ein bisschen Lauf-ABC. Und dann geht's ab. Fühlt sich an. Ja, das kenne ich vom... Früher vom Schwimmbad kenne ich das, ja, so ein bisschen gummiartig. Aha, sehr interessant hier. Ich traue mich auch mit dem anderen Fuß jetzt hier. Okay, zwei Füße, hier kann man stehen. Das funktioniert. Also stehen und gehen ist erstmal, fühlt sich erstmal ganz gut an. Jetzt versuche ich mal laufen. Okay, Achtung. Aha, auch lockeres Laufen scheint hier zu funktionieren. So, haben wir mal Glück und rennen ein paar Runden. Geworden und ich traue mich nicht in der Öffentlichkeit mit dem Handy zu reden und das ist auch ein bisschen eklig, deswegen verstecke ich mich kurz hier hinten. Ich bin jetzt warm gelaufen, 24 Minuten und jetzt versuche ich, habe rausbekommen, es ist eine 400 Meter Bahn, eigentlich auch klar, ne? Und jetzt versuche ich mindestens 6 mal 1000 in 4,5 oder 4,10 zu laufen. Abfahrt! Puh, was war da los? Also, ja, also eine kurze Zusammenfassung von meiner ersten Bahneinheit.
Also zusammengefasst kann man durchaus sagen, Scheiße, warum habe ich das nicht schon früher mal gemacht? Also das ist ja, also ich finde das absolut genial. Komisch. Man rennt im Kreis ungefähr unendlich viele Male. Bei mir waren es ungefähr 1 Stunde 20, die ich da einfach jedes Mal wieder 400 Meter im Kreis gerannt bin. Komischerweise macht das aber relativ viel Spaß. Hatte mich auch gut vorbereitet eigentlich. Zum Mittag nicht so eine Riesenportion Nudeln wie sonst gegessen. Und dann auch davor nochmal, eine halbe Stunde vorher, extra einen Espresso reingehauen, einen doppelten. Und daher war ich dahingehend gut vorbereitet. Wusste aber natürlich nicht meine Pace. Wie läuft es mit der Pace? Was kann ich da machen? Was ist zu viel? Halte ich das durch? Ich bin jetzt reingegangen mit einer Pace von 4,05 und die hat eigentlich optimal hingehauen. Eventuell hätte ich auch eine 4er Pace geschafft. Das wäre aber richtig hart geworden. Ich glaube, das erste Mal war das schon okay. Bin jetzt 7 Mal. Also 7 Intervalle, also 7 mal 1000 Meter gelaufen mit einer Pace von im Schnitt, was ich, 4,03 oder so. Aber im Großen und Ganzen hätte ich 8 mal auf jeden Fall geschafft, aber 7 mal war okay, weil hinterher habe ich jetzt schon die Beine gemerkt. Ich vermute, morgen habe ich ein bisschen Muskelkater. Die sind doch jetzt relativ schwer geworden beim Auslaufen dann. Ich bin noch 10 Minuten ausgelaufen. Da hat man auf jeden Fall gemerkt, da ist was passiert. Aber das Gefühl hinterher, das war so großartig. Also, das ist irgendwie für mich jetzt immer noch unverständlich und nicht nachzuvollziehen, weil, also, man läuft halt im Kreis, ja, auf so einer blauen Bahn. Und da sind andere Menschen und da gibt es Leute, die machen Ghetto-Workout, andere springen über Hindernisse. Dann gibt es Leute, die machen Seilspringen. Und irgendwie, man rennt und ich bin da einfach im Kreis gerannt. Und das macht Spaß. Schade, dass ich das wirklich jetzt erst so spät kennengelernt habe. Das will ich auch nochmal sagen. Es ist ziemlich cool von, ich weiß nicht, wer das ist, also das heißt von der Uni irgendwie, der Campus da und also neben der Schwimmhalle. Und da kann einfach jeder drauf auf die Bahn. Man kennt das ja in Deutschland eigentlich so, dass alles abgesperrt ist und man immer irgendwie draußen steht und nicht rein kann. Bei Basketballplätzen, Volleyballplätzen und anderen Plätzen. Aber dort ist halt offen für jeden. Konnte mich dann schon mal umziehen. Also, wie cool ist das? Wie geht's weiter? Und zwar am Wochenende geht's nach ins Tropical Island, Nähe Berlin. Dort kann ich direkt einfach zwei Hobbys miteinander verbinden. Da ist eine kleine Jonglier-Convention. Das heißt, da treffen sich Menschen und jonglieren mit Bällen, Keulen, Ringen, Hüten und anderen Gegenständen. Und gleichzeitig kann man natürlich super schwimmen, weil es ja eine riesen Schwimmanlage und da gibt es auch verschiedene Becken, Rutschen und so weiter. Also es ist halt alles überdacht bei 28 Grad. Also man kann den ganzen Tag auch nackig rumrennen. Das werde ich auf jeden Fall festhalten. Also nicht wie ich nackig rumrenne, sondern was da so passiert. Ja, wenn ihr noch andere Tipps habt für Laufeinheiten, die oder Radeinheiten, die ich unbedingt mal ausprobieren sollte, schreibt das einfach mal in die Kommentare. Ich bin jetzt so geflasht von diesem Erlebnis, dass ich einfach jetzt noch andere neue Sachen ausprobieren will. Wenn ihr denkt, eine Pace von 4,05 auf der Bahn 7.000 Meter ist gut, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr denkt, also was feierst du dich da jetzt so, Junge? Komm mal klar, das ist eigentlich jetzt nicht, also das, hä? Dann hier könnt ihr auch gerne einen Daumen runter geben. Oder könnt mir auch gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, welche Pace ihr bei so Intervallen habt. Das ist vielleicht ein guter Überblick. Das ist eine gute Idee. Schreibt mal unten in die Kommentare, welche Pace ihr bei solchen Intervallen 800 hast du nicht gesehen oder 1000 Meter so habt. Dann habe ich eine gute Vergleichsbasis, wo ich jetzt eigentlich gerade so stehe. Das ist eine gute Idee. Ich mache jetzt Salat und sage, danke fürs Zugucken. Danke fürs Dabeisein. Bis Baldrian und Aloha.